Ja, und damit herzlich willkommen zu Railroads Online mit dem neuen Anniversary Update. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder Railroads Online spiele. Wir sind ja nicht gerade in guten auseinandergegangen, Railroads Online und nicht. Man sieht die letzte Staffel, aber sie haben ein sehr interessantes Update rausgebracht. Nämlich, es gibt jetzt endlich eine neue Map. Das Update an sich ist so fragwürdig, wenn man es genau anschaut. Im ersten Blick sieht es richtig gut aus, aber es hat schon so seine Probleme und was das für Probleme sind. Auf das werden wir in diesem Livestream mitunter eingehen, aber wir starten auch erstmal eine neue Staffel. Denn, ja eben, die Map ist neu. Und wer es noch nicht gesehen hat, hier einmal die Map. Wenn ihr jetzt das Update runterladet und die Map startet, dann sind da überhaupt gar keine Industrien. Ich habe die schon mal platziert. Wir haben 3 Holzfällerhütten momentan. Das sind nämlich 3 tolle Locations. Ich weiß noch nicht, welche wir dann effektiv primär anfangen werden. Wir werden sicherlich mal rechts unten anfangen. Die anderen weiß ich noch nicht. Vielleicht nutzen wir die noch. Ansonsten sind die Industrien hier alle mal platziert. Und das ist schon der erste Punkt, was bei dem Update nicht ganz so gut ist. Ich meine, grundsätzlich echt cool, dass wir eine neue Karte haben. Nicht so cool sind die Industrien an sich. Denn es werden die Industrien von der letzten Map genutzt. Und die sind natürlich angepasst auf die Geografie von der alten Map. Und entsprechend schwierig gestaltet sich das, hier zu platzieren. Also da wurde ja auch im Forum schon entsprechend drüber gesprochen. Und es soll Besserungen kommen. Es hat auch ein Railroads Online-Moderator zu mir gesprochen, der gesagt hat, da kommt noch was. Ich sollte eigentlich noch warten, aber ich wollte weitermachen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich werde irgendwo gerufen. So, hey, alles gut. Also ja, wir spielen jetzt kurz nach Release. Für YouTube, die es nicht live anschauen, kommt es ein bisschen später. Dann ist es vermutlich schon draußen. Und ja, ich habe hier den Startpunkt schon mal ein bisschen ausgebaut. Diese 3 Gleise da, 1, 2, 3, sind die Startgleise inklusive diesen Perron da, dem Wasserturm da. Und ich dachte, ich werde schon mal ein bisschen ausdekorieren hier. Und das ist das Ergebnis. Das sind 2 Stunden Arbeit hier. Und ich dachte, wir brauchen hier mal ein bisschen eine schöne kleine Stadt. Wobei Stadt ist relativ, es ist eher so ein Dorf, um es mal so zu nennen. Und da haben wir hier diesen Schuppen, das ist so quasi der Bahnsteig. Und hier zwischendrin das Güterdepot. Ein paar Häuschen mit ein bisschen Deko. Zum Beispiel das da, das ist alles hier extra. Und da hinten, ich konnte es natürlich nicht lassen, ein großer Lokschuppen. Es wird noch größer gehen, aber ich dachte, für den Anfang reicht es erstmal. Da geht hier das Gleis so quasi weg. Und da hinten kann man noch besanden, da gibt es auch noch mal Holz, wenn man möchte. Und weiter hinten haben wir hier die Abstellung. Ist nichts Besonderes, sind 3 Gleise. Und hier dazwischen drin, wo meine Häuser, so, ja, kleiner Stallbereich, wenn man so möchte, da können die Pferde da hier reingehen, Wasser trinken etc. Und auf der anderen Seite gibt es auch nochmal 2 Abstellgleise, auch nochmal ein Haus, das ist quasi die andere Seite vom Frachtdepot. Und hier kann man noch Holz aufladen, wenn man möchte. Und das andere Gleis ist das Beladegleis, was dann hier hinten endet. Und ich sag's euch gleich schon, diese Staffel wird garantiert langsamer voranschreiten als wie die letzten Staffeln, weil es halt jetzt Schönbau gibt. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Also wir haben ja jetzt hier die ganzen Props hier, einerseits die ganzen Signale hier, die Gebäude und natürlich Decorations. Und das werde ich natürlich ausnutzen. Also ich werde natürlich nicht jeden Posten so ausbauen wie den hier. Und den finde ich ist auch noch incomplete, da geht noch gern mehr. Aber ich würde mir wünschen, in Zukunft, dass die Devs da ein bisschen mehr Assets rausschmeißen, die für Schimmbau gut sind. Das ist übrigens auch so eine neue Edition. Man kann jetzt hier beim Telegrafenposten diese Telegrafenmasten setzen und dann entsprechend eine Line setzen. Dann sieht es nicht mehr so abgehakt aus. Bin mir gar nicht sicher, ob das mit dem Anniversary-Update gekommen ist, das da oder schon ein Update vorher, weil ich habe ja ein paar Updates ausgelassen. Ja, soweit erstmal unser Startpunkt. Ich würde sagen, unser Ziel soll sein, dass wir hier von unserem Frachtdepot eine Linie runterziehen auf Höhe vom Sägewerk. Vom Sägewerk
geht es dann runter zum Logging Camp. Das werden wir erstmals eingleisig machen und das halbwegs realistisch. Da werden wir wie so eine T-Kreuzung hier reinmachen und dann gehen wir mit einem Schwung hier runter, damit wir dann den ersten Güterzug hier fahren können. Das ist natürlich Work in Progress und in Zukunft werden wir das vermutlich noch ausbauen, umbauen. Aber Hauptsache, wir haben erstmal die Linie und können Geld verdienen. Denn ich möchte soweit möglich nicht cheaten. Die einzigen Cheats, die wir nutzen werden, sind vielleicht Fliegen, um zu gucken, wie es aussieht, oder schnell laufen. Und letzteren werde ich, glaube ich, mal schnell aktivieren, damit ich schnell laufen kann. Ansonsten dauert mir das alles ein bisschen zu lange. Ich bin mal ganz kurz in Railroads Online Extended. Das funktioniert weitestgehend. Nur die Karte ist nicht angepasst. So, und da laufen wir schnell. Zwischenfrage an den Live-Chat. Ist der Ton soweit okay? Ist die Musik auch nicht so laut? Schreibt das bitte gerne rein. Da kann ich das noch anpassen. Ich habe die Strecke hier schon mal ein bisschen rausgeführt. Also zum Beispiel langsam werden hier. Und ich glaube hier vorne. Na genau. Junction 1000 Feet. Das sind zwar keine 1000 Feet, aber trotzdem. Einfach mal so als Hinweis. Okay, also. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt hier. Ich glaube, wir können noch ein bisschen gerade weiterfahren. Wenn wir unser Standardgleis hier nehmen. Und einrasten. Und los geht's. Oh, und da haben wir hier schon ein kleines Hindernis. Bei mir einen kleinen Hügel. Das heißt, bei dem irgendwie vorbei. Ich würde mal sagen, so 50 Meter Abschnitte. Oh, das ist ja so etwas mit den Splines. Ja, nicht so lange Abschnitte machen. Sonst freut man sich beim Löschen. Ich würde mal sagen 200. Da kommen wir gut vorbei. Da bleibe ich mal bei den 50. Sehr gut. Und von hier wieder gerade. Nur noch ein bisschen auf die Bodenhöhe hier achten. Ich meine, wir sind ziemlich weit unten. Aber es sieht machbar aus. Ja, ich glaube, wir können erstmal auf der Höhe hier bleiben. Ach ja, zum Thema Multiplayer. Die erste Session hier, die ist erstmal Single, aber es ist dann schon geplant, dass die nächsten Sessions dann im Multiplayer sein werden. Also da gibt es schon ein paar Leute, die sich dafür gemeldet haben. Und wenn ihr da vielleicht auch Interesse habt mitzumachen, kommt auf meinen Discord-Server. Denn wenn, dann machen wir das über den Discord-Server. Ist einfach einfacher. Okay, Karte schauen. Ich glaube, eine Kurve wäre hier nicht schlecht, wenn wir nochmal 200 machen. So. Das Spezielle an der Karte ist, wir haben unterschiedliche Biome, also Wüste, Wald und Co. Und da unten haben wir so ein Sumpfgebiet. Macht jetzt zum Bauen keinen Unterschied, das ist einfach nur ein optischer Unterschied. Wäre natürlich cool, wenn das irgendwie einen Effekt hätte. Roundabout 50 Meter. Eigentlich muss es nicht genau sein. Ist ja nur zum Löschen dann gut. Beziehungsweise eventuell ist es schlau, wenn ich da unten beim Sägewerk eigentlich anfange, damit ich weiß, wo ich rauskomme. Stichwort Sägewerk. Da übrigens, es gibt dann diese Wasserbereiche hier. Und da habe ich mal das Sägewerk platziert. Und das ist so ein Beispiel, warum das neue Update nicht ganz so durchdacht ist. Weil das Sägewerk hier braucht eigentlich hier so einen kleinen See, wo die ganzen Holzsachen hier reingehen. Und die Karte hatten sie. Das Problem ist, der See ist ein bisschen zu groß, um das da anständig irgendwie so hinzuplatzieren, dass es auch realistisch aussieht.
Also da kann man dann schon ein paar schöne Strecken machen, aber das da platzieren? Nee. Also da wäre es irgendwie schön gewesen, wenn es vielleicht irgendwie ein Alternativdesign von dem gegeben hätte, oder vielleicht kommt es ja auch noch, wo man halt hier das hier nicht braucht, wegen dieser Rampe, sondern dass es irgendwie alternativ läuft, dass man hier irgendwie Gestelle hat oder so, wo das Ganze gelagert wird und dann wird es halt irgendwie reingebracht, aber einfach so in der Pampa platzieren, das kann man natürlich machen, aber das sieht dann halt kacke aus. Was kostet der Spaß? Durchaus Interesse, ein paar Züge zu bewegen. Bahn würde ich nicht reinfuschen wollen. Ah, ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwas zwischen 25 und 30 Euro. Müsste ich jetzt in Steam reingucken. Weiß ich gerade wirklich nicht. Ich würde sagen... Oh nein. Oh nein. Ja, also mit dieser Industrie-Location habe ich jetzt ein Problem. Da ist ein Hügel drin. Das geht gar nicht. Diesen Hügel muss ich mal kurz markieren. Und ich weiß, dass er hier ist. Aber da noch mehr von diesen Kandidaten. Da ist noch einer. Also ich mache das später nochmal weg, aber ich muss die Industrie anders platzieren. Da ist noch so einer. Hier auch. Läuft der Multiplayer momentan stabil, ohne Popcalling der Züge? Es gab Verbesserungen in der Hinsicht, wie es jetzt aber aussieht, wenn es sich viel bewegt, konnte ich noch nicht testen. Man kann vielleicht Stormy ein bisschen mehr erzählen. Also ja, auch gerade im Live-Chat. Der spielt mit ein paar Leuten im Multiplayer. Aber ich bin jetzt selber im Multiplayer noch kein Zug geworden. Wie gesagt, das ist keine Totalveränderung jetzt von Railroads Online. Das ist erstmal eine neue Map mit ein paar netten kleinen Features. Also das ist kein kompletter Overhaul. Okay, wir werden diese Industrie entfernen. Angefangen hier mit diesen Telegrafenposten. Hallo. Kannst du bitte weggehen? Danke. Wieso? Kann ich dich nicht löschen? Ah, jetzt geht's. Einfach zigtausend Mal probieren. Du bitte weg. Und du weg. Und so schnell ist eine Industrie weg. Also jetzt haben wir hier hinten unsere Markierung. Wo diese Hügel sind. Und hier ist noch einer. Das macht... Das Platzieren ist natürlich ein bisschen spaßig. Okay, was schreibt uns noch mehr? Aktuell nach 3 Stunden bauen, nebenbei fahren, gab es noch keine wirklichen Probleme. Aktuell noch keine Abstürze. Jetzt kommt aber das Arbeit. Züge backen teilweise bei Personen noch etwas rum. Ja, es ist kein Wunder-Update. Aber etwas besser. So. Ey, Moment mal kurz. Ja, Nase läuft gerade ein bisschen. Entschuldigung. Industrie. Sawmill. Können wir dreimal platzieren. Und sobald wir in diesem Menü drin sind, fliegen wir automatisch. Und können es dann platzieren. Jetzt ist die Frage, wie wir das schlauerweise platzieren. Dass es halt auch noch irgendwo Sinn macht. Weil leider das Problem, dass die Industrie meint, sie muss ein bisschen kleben. Man könnte es natürlich irgendwie so probieren. Das passt. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Unsere Hügel sind da. Wenn ich das richtig sehe, kommen wir denen nicht in den Weg. Aber eben, dann haben wir halt solche Sachen. Das ist halt nicht so realistisch. Und abgesehen von dem Punkt, warum sollte man ein Sägewerk mitten im Sumpf bauen? Nur das mal zur Diskussion. Aber ja, man geht da nicht mal unter. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben jetzt hier Wasser. Die Rampe ist da.
Ich gehe mal davon aus, dass die da so schnell reinrollen, dass sie da in dem Ding da landen. Und hier schaut so aus, als hätten wir keinen Hügel im Weg. Okay. Was übrigens noch praktisch wäre, wenn man die Industrie platziert. Also so, ne? Da hätte ich gerne rechts oben das Menü, wie bei den Schienen, dass ich da sehe, welche Ausrichtung die Industrie hat. Weil wenn ich dann weiß, welche Ausrichtung das hat, von der Gradzahl her, dann kann ich natürlich die genau gleiche Zahl hier bei den Schienen nutzen. Also das Alignment da oben. Das wäre so nice to have Feature. Das wäre voll super. Was? Da kann man Mooreichen herstellen. Ja, jetzt die Kunst, die richtige Ausrichtung zu finden, dass es parallel ist. Aber das sieht 106. Das sieht schon mal gar nicht so falsch aus. Okay. Ich glaube, ich habe einen Glückstreffer mit 106. Mir macht nur ein bisschen der Gap hier Sorge. Also ich hoffe mal, dass dann die Holzstämme hier nicht hängen bleiben. Das hatte ich bei der alten Karte schon mal, dass es passiert ist. Wir hoffen mal drauf. Okay, also wir haben 106. Wobei, was meint ihr? Würde man es eher hier Schotter machen oder sollte man das hier mit Stein machen, bloß dass er was wässrig ist? Ich glaube, Stein wird mehr Sinn machen, oder? Also gerade vor allem auf der anderen Seite, quasi als Fundament. Ja, ich glaube kaum, dass man das mit Sand auffüllen würde. Wir machen da Steinbasis. Also das passt auf jeden Fall. Optisch nicht so das größte Highlight, aber ja, dann ist es hier gefestigt. Okay, wir machen das drüben auch mit Stein. Ich spiele die Züge versenken. Die können gar nicht untergehen. Wie gesagt, das ist eine feste Ebene. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das mit Zügen sich anders verhält, aber ich glaube, die sind auch einfach da oben drauf. Also, Stein. Einmal hier so. Perfekt. Dann hätten wir hier schon mal unser Basisgleis. Wo sind wir jetzt hier? Unser Hauptgleis wird von da hinten irgendwo weggehen. Wir müssten da vorne irgendwo so eine Art V machen. Ich würde sagen, wir fahren mal hier ein bisschen raus. Mal 50 Meter plus minus. Und der Boden geht hier nach unten. Will ich da noch ein zweites Gleis haben? Eigentlich zum Beladen. Ich stelle mir gerade mal so die Manöver vor. Wir könnten hier natürlich sagen, man fährt hier immer rückwärts rein, dass die Wagen hier reinfahren. Das heißt, man zieht dann hier ein bisschen weiter. Macht das Gleis hier einfach. Okay, hier mal ein bisschen grünes Gebiet. Gehen über zu Schotter. Hat für so ein kleines Stück. Ja, und der schwebt natürlich. Wieso können wir den hier nicht mit Schotter haben? Ich
so einigermaßen gut hin. Komm, erzähl dich. Das ist auch so ein altbekanntes Problem, dass man manchmal einfach nicht platzieren kann. So. Und ich sehe gerade, das reicht nicht. So, bitte löschen. Dankeschön. Good enough, I guess. Okay, das habe ich nicht vermisst. Die ganzen Sachen wieder abzuholzen. Aber gehört dazu in Rayworth Online. Tag-Nacht-Wechsel habe ich jetzt auch erstmal deaktiviert. Oh, wow. Das war jetzt mal richtig schön Leck-Menschen. ach ja. Das ist übrigens auch noch so ein Detail-Ding, was merkwürdig ist. Ihr seht diese Felsen da. Ich habe die Säge in der Hand. Man achte auf das Geräusch. Ich weiß nicht. Das hätten wir vielleicht anpassen können, aber... Ja, also... ich glaube, man hätte sich mit dem Update noch ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Was für so Detailschliffe. Soll ich das riskieren, dass ich über den Stein einfach drüber fahre? Ne, ich glaube, ich mache das nicht. Ich misse eher die Möglichkeit, Bäume nachzupflanzen. Ach, warte, bis die Mods entsprechend nachziehen. Aber es wäre, also grundsätzlich wäre es eigentlich eine schöne Option, Bäume frei platzieren zu können. Damit gewisse Stellen, die also kahl sind, wo man sagt, okay, da würde ich jetzt einfach mal ein bisschen was reinplatzieren, damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Das wäre grundsätzlich mal was Cooles. So, da vorne haben wir den Fuß da vom Berg. Das heißt, wir müssen sowieso stark nach rechts. Jetzt sagen wir, nehmen das jetzt hier als Hauptgleis. Gehen mal auf 100. Ja, vielleicht auf 10 machen wir eine 100er Kurve. Oh, da vorne ist auch noch so ein riesen Wassergebiet. Das sollten wir uns vielleicht kurz ansehen. Ja, wobei so groß ist es jetzt auch nicht. Wir müssen dann nach da unten. Und da hinten kommt das andere Gleis. Und ich würde es vermeiden, dass wir Weichen oder sowas in sowas platzieren. Das sieht sonst doof aus. Und wenn das mein Requirement ist, dann wird es spannend hier rauszufahren. Also wir müssten dann... Oh, das wird jetzt gut, das wird sehr eng. Das ist ja auch noch alles voller Wasser. Ich glaube, das wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Oh, da haben wir so einen Hügel drin. Da haben wir generell Absenkung. Oh shit, das wird spannend mit der Strecke von da hinten. I am not amused. Ich soll mit 100 weiterfahren. Wo komme ich dann raus? Unsicher vom Layout her. Was ist, wenn wir switch left?
Mit Stein gibt es das ja nicht, oder? Nee. Das ist immer mit dem. Das wäre natürlich geil, wenn man das hier mit so einem Steinfundament hätte. Wenn es dann nach links weitergeht. Da bräuchte man eigentlich wie so eine Art Brückenkonstruktion da. Und switch right. Wenn es nach rechts weggeht und will man nach geradeaus fahren. Mal kurz gucken. Ölfeld. Das hat Kisten braucht, das hat Rohre braucht. Und das noch hat das auch Holz braucht? Moment. Beziehungsweise bevor ich nachschaue, macht es vielleicht Sinn, dass ich da einen Telegrafenposten hin platziere. Wo ich da wieder hinlaufen muss. So, Facilities, Telegraph Office. Dankeschön. Dann kann ich jetzt hier mal Schnellreise. Hallo? Schnellreise? Nach da. Lemmesi. Wo ist das? Ah, da ist die Plattform. Ja, da brauchen wir Balken. Also wir müssen tatsächlich geradeaus fahren. Also vom Autosave bin ich ja mal nicht so überzeugt. Warte, man kann das nicht einfach einen Speicherstand gespeichert werden. Ich glaube, Problem mit dem Autosave ist es vor allem dann, wenn du dich bewegst. Wenn du das dann wieder lädst, passieren dann interessante Dinge. Das wäre eigentlich ein idealer Platz für meine ganz große Kreuzung, die ich mal, glaube ich, was war das, Staffel 1 baut habe. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt in der Staffel auch wirklich bauen will. Weil die Kreuzung ist aufwendig zu bauen. Aber wir sind da schon ganz schön hoch. Und das Wassergebiet wird hier ungefähr aufhören. Ich will das aber auch alles nicht auf so ein Fundament haben. Okay, hier braucht's eine XXL-Kreuzung. Dann machen wir die Verbindung nach rechts erstmal. Sprich, hier. Wo komme ich da hin mit 100? Oh, das könnte von der Höhe gerade passen. Sehr geil. Machen wir das mal in Abschnitten. Ja, damit kann ich leben. Kann ich auch wieder rauf, bitte? Dankeschön. So ein Held. Na gut, ich kann es auch von hier aus machen. Jetzt passt das hier von der Höhe. Also wir fahren hier so raus. Oh, wieder groß am Rainbows unterwegs. Ja, ich fange tatsächlich wieder an. So, jetzt habe ich aber das Gleis hier komplett nicht beachtet. Wir kommen eh nur von vorne. Ich glaube, wir werden zum ersten Mal so eine Kreuzung verwenden. Ja, wollte ich auch nicht mehr. Aber mit dem neuen Update wird es dann doch interessant. Und jetzt gebe ich dem mal eine Chance. Hier bräuchte man so eine Kreuzung. Die Überlegung ist, dass man gar keinen Schwenker machen nach hinten. Gut, könnte man eigentlich mit einer Weiche. Aber der einzige Mal, wo du da so reinfährst, das ist, wenn du von da unten kommst. Und dann fährst du wieder zurück.
Weil das auch realistisch ist. Du bist zumindest hier eine Ausweiche haben zum Umsetzen. Mit der Lok wieder auf die andere Seite fahren kannst. Und die Seite wieder rausfahren kannst. Wenn man das so als Line sieht. Und dann kann man natürlich verargumentieren, wenn man hier die große Kreuzung macht. Oder von da hinten wieder nach vorne fahren könnte. Aber erstmal das Problem hier lösen. 45 Grad. Mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Müssen wir platzieren hier. Oh, da muss ich viel steiler reinkommen. Ja, da kann ich eigentlich fast... Macht die andere irgendwie mehr Sinn, dass man hier 90 machen. Wobei es interessant, wie der Kurvenradius aussieht. Jetzt haben wir halt keinen Untergrund hier. Das ist... Kann ich? Ging das? Nee, ich kann das ja nicht ohne mehr platzieren. Ah doch, ich kann. Okay, da die Kreuzung jetzt drauf. Liebe Devs, können wir die Kreuzung haben mit dem Untergrund, aber wo das entsprechend angepasst ist? Das sieht sonst doof aus. Ah, bin gespannt, ob die neue Map noch Industrietyp bekommt. Ein Fieber gibt es ja schon. Da haben sie ja gesagt, dass eine Map-Erweiterung mit neuen Industrien geplant ist, dafür die ganzen neuen Waggons. Na wann, weiß niemand. Viel interessanter fände ich die neue Map mit platzierten Industrien. Letzteres weiß ich, dass es sehr bald kommt. Und vor allem für die Map angepasste Industrien. Ja, kommt, kommt. So. Jetzt schaue ich mal, ob ich da eine anständige Kurve hinkriege. Mit der Kreuzung aus. Könnte man sich komplett neu ziehen. Das passt uns gar nicht. Andererseits. Es ist schon ein bisschen ein harter Radius hier. Ja, mit dem bin ich jetzt irgendwie nicht so happy. Was wir natürlich machen können, um das ein bisschen zu entschärfen, ist, dass wir hier ein bisschen mehr hier so reingehen, damit wir die Kurve da entschärfen. Ja, das kommt weg. Das, dass wir hier erstmal eine Gerade haben, das finde ich gar nicht mehr so doof. Oder finde ich das doof? Ja, komm, wir machen dann hier eine kleine Kurve. Beziehungsweise, ich bin schon mal so schlau. Das wäre dann Switch Left. Machen wir mal so. Ich baue hier schon mal die Weiche ein, für die Ausweiche. Das wird schon mal heißen, dass... Ja gut, ich kann nach hinten extenden. Alles gut. Dann gehe mit dem weiter. Einmal ausrichten, Dankeschön. Ich würde mal sagen 400. Das könnte passen. Die Musik ist voll episch. So, und jetzt geradeaus. Ah, ich komme nicht durch. So, die Hauptstrecke ist
plus minus da. Ich habe das Gefühl, es braucht mehr. Ich glaube, das wird nichts. Wir werden mal das Segment hier mitlöschen. Bitte sag mir. Dankeschön. Södre, einmal so und dann darüber. Kommt es eigentlich, dass wir Transport Fever Rolle auf dem Discord haben, oder ist das. Bin mal nie auf. Muss ich mal nachsehen. Also klar, wenn du es ausgewählt hast, dann soll es natürlich kommen, aber wenn du jetzt Ravers Online ausgewählt hast, dann soll es natürlich nicht kommen. Ja, Ravers Online Moment. So, das ist schon besser. Das ist schlecht. Eigentlich kann ich es ganz gut testen, indem ich dann mal hier den Mindestradius teste. Und der wäre einmal ausrichten. Wenn ich sage, dass 80 das Minimum ist. Da bin ich da weit weg. Ich meine, wie es kommt, das hier. Also, ja, gut, ja, ach so meinst du. Ja, ich meine, Transport Fever ist bei mir noch nicht tot. Wiedertechnisch momentan schon. Aber sobald ich die Muse wieder habe, dann mache ich wieder Transport Fever. Gibt ja auch Leute, die über das hier quatschen wollen. Shit, das geht sich mit dem Radius nicht aus. Das kann ich so nicht machen. Was ist, wenn die Strecke von da unten da durchfährt, dann gibt es dann hier wieder so eine Ausweiche und dann drückst du rückwärts rein, je nachdem, wo du hin willst. Ah, das ist dann ja auch wieder dumm, weil wenn du dann zum Ölfeld musst, dann brauchst du hier wie so einen kleinen Rangierbauernhof hier. Wo du umsetzen kannst. Ah, kleiner Rangierbahnhof. Das ist eine Rangierkarte werden hier. Dann fahren wir hier beides nach vorne weg. Ich mache das vielleicht mit dem Rangierbahnhof. Das wird heißen. Wir fangen. Komm, lass mich durch. Es sind ein paar, ziemlich viele Bäume, die ich dann hier fällen muss. Gehen wir hier mit 85. Wobei da hinten in der Mitte kommen wir dann irgendwann raus. Nochmal zurück, ungefähr so. Hierhin, I guess. Und dann gerade. So, was ich jetzt mache, ist einfach mal langziehen, um zu schauen, wo das Gleis hingehen würde. Ja, und da ist unser anderes Gleis. Okay, aber wir könnten hier einen kleinen Rangierbahnhof machen und dann fahren wir hier irgendwo, warte mal, wo sind wir wieder auf der Ebene? Hier ungefähr.
könnte man dann die Weichen machen, die dann noch darüber gehen. Sprich, ab da hat es hier Spaß. Der Start im 18. Jahrhundert. Nee, 1850. Dauert auch schon lang genug. Das sind so die Parts, die ich dann rausschneide, wenn ich dann normalerweise ein Offline-Let's Play mache. Wenn ich mir Gedanken mache, wie ich die Strecken machen soll. man könnte es eigentlich... Nee, ich brauche Abstand. Ja, doch, auch hier. Jetzt machen wir die Weiche hin. Das wäre noch rechts. Mit der anderen snappen. Hallo? Dankeschön. Also einfach mal testen. Wenn das dann die Hauptlinie ist, die dann weitergeht. Ja, das könnte hinhauen. So von der Richtung her. Gut. Dann werden wir hier ein paar Gleise hinklatschen. Müssen wir es aber immer noch von da hinten. Würde ich das eigentlich so lassen von der Höhe? Wir könnten eigentlich... teilweise ein bisschen Schotter machen. Immer noch ein bisschen Sumpf. Also da, was es nicht braucht, will ich eigentlich das hier nicht verwenden. Ja, aber der Sumpf geht eigentlich bis nach vorne. Ja, okay, dann bleibt es erstmal. Eventuell fällt mir da noch irgendwie was Tolles ein diesbezüglich. So, unteres Gleis. Nicht so weit rausfahren. Ja, eigentlich ja. Oh, wollen wir auch mit 80? Sprich, auf der anderen Seite bräuchte man dann hier den... Moment mal, das ist ja hier das blaue Gleis. Ja, nee, macht keinen Unterschied. Wir werden dann einfach umsetzen da vorne in diesen Güterbereich. Sind wir da eigentlich gleich hoch? Ja, wir sind sogar gleich hoch. Fast gleich hoch. Das heißt, wir müssen jetzt also die richtige Position finden für Le Weichem. Demolish. Södele. Es wäre dann eine Weiche nach links. So, glaube ich. Ja, das passt von der Ausrichtung natürlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Position so grundsätzlich ist man jetzt so falsch. Wenn wir jetzt mal damit weiterfahren. So, Switch left. Bitte einmal da snappen. Ja, damit kann ich arbeiten. So, werden wir sehen. Wir müssen dann hier rein. Das heißt ungefähr
bis dahin. Machen hier einmal Auto. Guck mal, wie das aussieht. So, ihr müsst mal kurz weg hier, bitte. Ja, also, ich würde mal sagen, abgesehen von dem da, kann man es gelten lassen. Da kommt man hier schon mal runter. Perfekt. Und das Geist brauchen wir eh nicht so schnell. Dann machen wir hier erstmal frei. Wir haben noch so ein, zwei Bäume hier. Ah komm, geht's weg hier. Ah, wenn man diesen Sound dauerhaft hört, ist eine Freude. Was irgendwie auch noch cool wäre, ist, wenn man das gedrückt halten kann und man geht dann einfach so rundherum und erfüllt dann einfach alles. Das wäre eine Erleichterung. Auch bei solchen Projekten. So, eben ist er weg. Ja, der bleibt natürlich stehen. Okay, das heißt, wir fahren hier noch ein bisschen weiter, machen dann einen Bufferstop hier drin. Wollen wir es mit Umsätzen machen hier? Na, ich glaube auf dem Gleis nicht. Eigentlich auf beiden nicht. Wie kriege ich jetzt den Ballast hier auf die gleiche Höhe? So. Es sieht nur überhaupt nicht komisch aus. Kann ich da mit dem Gleis jetzt so drauf fahren? Moment, kann ich das? Ich kann. Okay, cool. Ich meine, das ist überlappend, aber solange es funktioniert. Cool. Sieht soweit perfekt aus. Geil. So, hier ziehen wir vielleicht ein bisschen weiter. Wenn meine Züge potenziell länger, würde man sagen, ein bisschen da das Wasser hier. Und auch wieder mit dem Ballast hier arbeiten. Nee. Komm, geht das? Na, komm jetzt. Ah, Mann. Kriegst du wieder. Ich hab jetzt nicht ganz perfekt, das ist es auch nicht so schlimm. Wie schlimm. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlimm aus. Kann man so machen. Was ist davon? Ich habe hier unter deinem Livestream 13 Jahre alte Kommentare. So lange dauert das Stream schon. Nee, jetzt ernst. Eigentlich sollte es keine alten Kommentare sein. Ich meine, das ist ein neuer Livestream. Okay. Schräg. Sedale, weg damit. Ich meine, ihr habt die Vorlage kopiert, aber er sollte eigentlich die Kommentare kopieren. So, weg damit. Super nice. Wollen wir gerade ab hier so dieses Freeway-Ding machen? Wir setzen hier noch ein bisschen gerade hin. Genau, was machen wir denn? 20 Meter? Gehen wir auf die 1, 20 Meter.
Ich muss mal gerade in Discord schauen, ich werde gerufen. Mal schauen, was los ist. Okay, Tatsache, das sind irgendwie alte Kommentare drin. Warum auch immer. Okay. Biff Ballast, Hard Right. Oh, I see, was mit dem Hard Right und Left gemeint ist. Gibt's es? Ne, Moment mal. Gut, wir sagen mal nach rechts. Gut. Sollen wir hier mit Shot. Eigentlich muss ich jetzt hier alles gerade machen. Angefangen mit dem Gleis hier. Das Ding ist, wie war das bei denen nochmal mit den Radien, dass ich das sauber hinkriege? Kann ich da mit denen da cheaten? Es sieht zumindest so aus, als wäre der Abstand der gleiche. Ein bisschen nah aneinander. Man könnte natürlich noch mal so ein Kreuzungsding reinmachen, dass der Abstand nicht so nah ist. Nee, jetzt passiert genau das, was mir schon mal passiert ist. Warum? Warum verläuft jetzt das nicht parallel? Es fängt ja genau gleich an. Kann mir das jemand erklären? Oh, solche Sachen hasse ich als Schönbauer. Warte mal, wenn er das auf der linken Seite so macht, ich kann da vielleicht tricksen. Was ist? Mal das mal hier wegmachen. Wenn ich jetzt da sag, war das left? Probier's mal mit left. Mal kurz schauen, einmal umdrehen. Machen wir mal 17 probieren. Switch right. Aha. Why? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, ist bis ist. Also, verbinden. Hallo, bitte nicht ausrichten. Verbinden. Das sieht jetzt. Oh, das sieht jetzt kacke aus. Jetzt habe ich da so ein Dent drin. Oh Mann. Das kann ich doch so nicht lassen. Jetzt kann man natürlich damit argumentieren, Schmarschprobahn, da ist nicht alles perfekt, aber. Ich weiß nicht. Sowas triggert mich total, wenn ich da so einen Knick drin sehe. Also ich weiß nicht.
Wir sind es hier, auf der Seite. Dürfte eigentlich Content drin haben. Planet festmachen. Das ist viel schlimmer. So machst du das. Kannst du da bitte eine schöne, sanfte Kurve machen? Ja, so geht's natürlich auch. Warte mal, ballert das denn wirklich so? Nee, aber damit kommt er nicht klar. Come on. Nochmal bitte. Jetzt? Ja, so. Mach's bitte so. Aber das sieht gut aus. Habt doch hier. Also ich meine, die Linie da unten, die gerade kommt, die müsste ein bisschen weiter nach oben, damit es hier passt. Weil so wie es aussieht, dass der links und der rechts dieser Abschnitt einfach nicht identisch sind. Ah, sowas liebe ich. Okay, ich glaube, um das kümmere ich mich einfach mal offscreen. Eventuell mal so einer Schnelllauffolge dann auf YouTube oder sowas. Aber jetzt für den Livestream belasse ich das erstmal so. Damit wir hier mal ein bisschen was zum Spielen haben. So, die Weiche kommt weg. So, verbinden, aber bitte in schön. Ich sag den schön. Jetzt weiß ich wieder, warum die Dinger so beliebt sind. Ja, das sieht gut aus. Und hier brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Da muss ich ein bisschen mehr ziehen hier. So, einrasten. Plus, minus, würde ich sagen, bis hierhin. Oh, Raybots online. Wieso kann ich's? Lass mich das platzieren. Hallo. Ich kann das Gleis nicht platzieren. Warum? Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Jetzt kann ich auch nicht wieder ansnappen. Die Frustmomente. Und jetzt geht's im zweiten Anlauf. Ja, es ist schon schräg manchmal. So, bis dahin. Oh, kriegen wir das hier schön ran? Ja, geht doch. Ich meine, man könnte... Ah, wisst ihr was? Wir fahren hier noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Wenn man gerade meine Markierung, wie weit ich gezogen habe. So plus minus bis da. Oh, wir gehen wieder rein. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten. So. Und so, da. Einmal verbinden. Bin ich nicht so happy damit. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Abstand. Also die Kurven ist wesentlich... Ja doch, die ist härter als wie die hier. Das Ganze wieder. Wir könnten das natürlich auch im klassischen Stil machen, ohne dem Dreier-Ding. Ja, ich lasse erstmal. Wird zum Posten zum Umbauen. Gut, hätten wir das. Also wir brauchen jetzt die Hauptlinie nach da hinten, beziehungsweise müssen wir da vorne mit der Hauptlinie überhaupt erstmal zusammenkommen.
So, ich würde sagen, höhentechnisch, mal kurz schauen. Ja, wir müssen auf jeden Fall runter. Immer mit 1,5 oder 2? 2 vielleicht. 2,5. Ja, wir fahren mit 2,5. Da werden wir kurz Stein machen für den Höhenunterschied. Deswegen baue ich die drei Weiche nicht ein, weil vom Schinken her falsch sind. Symmetrie wäre was Tolles. So. 2 gerade, das passt nicht, oder es geht hier wieder nach oben. Wenn ich ein bisschen nach oben gehe, lande ich da in der Wiese. Wir haben da so einen kleinen Dent da drin. Ja, aber das, glaube ich, kann man lassen. So auf das ungefähr. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.